Eins. Moin, moin, meine lieben Freunde der Volksmusik und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von The Forest. Ich hab mir ein paar Bärchen, die stecke ich mir in den Sack und dann gehe ich raus zu Patrick, dem alten Pack, und wir haben Spaß da. Genau. Weißt du, was scheiße ist? Nö. Dass ich gleich nicht arbeiten muss und du schon. Ich hab ja Mitleid mit dir. Ich finde das nicht gut. Also ich würde gerne einfach aus Solidarität jetzt einfach zu dir fahren und mich ans Buffet setzen und mich von dir bedienen lassen. Mhm. Also, das fände ich jetzt... Das wäre mir klar, dass sowas kommt. Ich fände das gut. Du nicht? Ja, mir wäre es egal. Ob wir jetzt bei den 230 Leuten einen mehr oder weniger haben, ist egal. Ja, aber so einen hübschen. Ja, mir wäre es noch immer egal. 230 Leute hast du zu versorgen? Ja, so ungefähr. Ich weiß nicht genau, wie viele das wir haben. Mit nur einer Pfanne? Nee, das ist Buffet. Silvesterbuffet. Ja, also Mitternachts. Ist richtig. Aber muss das nicht trotzdem mal irgendwie so ein Teil davon irgendwo mal durchgeschwenkt werden vorher? Nö, das ist eigentlich im Prinzip... Nur ja, kalt, oder was? Ja und nein. Also hauptsächlich kalt, aber es gibt halt auch eben so, weiß ich nicht, Gulaschsuppen wird's geben, oder vielleicht ein Linsensuppen oder so, und sonst eher so Roastbeef, Austern, Lachs, Fisch etc. Ja. Okay. Ja, aber ich, wie ich schon sagte, das muss doch trotzdem teilweise erstmal alles irgendwo vorbereitet und angeschwenkt werden, sonst, Ja, aber du musst es einen Tag vorher machen, damit du das zum Beispiel, wenn es Roastbeef hast, dass du das halt dann aufschneiden kannst. Damit ja, gut, das ist richtig. Aber es gibt bestimmt auch ein paar Sachen, die nicht besonders lange Vorlaufzeit haben dürfen oder sollten, oder? Ja, das schon, auf jeden Fall. Ich meine, warum solltest du sonst auch schon um 17 Uhr anfangen, um das Buffet halt vorzubereiten? Wenn es um Mitternacht fertig sein soll. Hm? Ja gut, da geht's glaube ich eher um die Austern, weil das dauert. Ja, ich habe keine Ahnung von Austern, ich weiß nur, dass sie eklig sind. Ja, voriges Jahr wollte ein Gast unbedingt, dass ich eine koste. Habe ich halt gemacht und draußen, also bevor ich reingegangen bin, war alles gut. Sobald ich dann in der Küche war, hätte ich fast gekotzt. Ja, ist halt lecker, ne? Ist halt wie ja. Nase auslutschen. So ungefähr. Ich finde, der Vergleich trifft's. Einfach ein grauer, salziger Ratzklumpen. Ja, es ist einfach nur eklig. Ja. Ich frag mich aber auch, warum du dich darauf eingelassen hast. Mein Problem ist, ich kann schwer Nein sagen. Ah, gut. Tja, es hat natürlich wieder mal nicht geregnet. Zu meinem Leidwesen. Nö, aber der Wind ist relativ laut. Bei mir gerade zum Glück nicht, das ist ganz gut. Alter. Ja, hallo ja. Medi-Style übrigens. Schön, dass du auch wieder da bist. Das ist auch ein schönes Hallöchen, was du da jetzt gerade in die Runde geschmissen hast. Und schwupps. Ein Schwupps, ein guter Schwupps. Übrigens, hier ist ein Logsled leer, ne? Slayer. Ey, ich kann nichts dafür. Ich bin nur ausgelernter Hilfsarbeiter. Hallo. Hallo, hallo? Du siehst mich nicht. La la la. Du hast Glück, du musst keine Schnecken essen. Also Schnecken habe ich tatsächlich auch noch nicht gegessen, will ich auch gar nicht. Doch, habe ich schon in der Berufsschule, so gratinierte. Aha. Also ich meine, du hast eigentlich eh nur die Kräuterbutter geschmeckt, mit der es gratiniert war. Aber du musst das halt überwinden, dass halt so ein, dass du eine Schnecke isst. Na gut, wenn du überlegst, was manche oder was in manchen Ländern für Mist gegessen wird. Also ja. Da sind Schnecken ja echt noch harmlos oder Austern oder sowas. Ja, irgendwie ist diese Folge heute sehr essenlastig. Ich glaube, das muss ich irgendwie aufgreifen. Ja, wo wir jetzt gerade bei Frankreich sind, ne? Oh, ich höre da was, ich höre da was. Wer, was, wann, wie, wo? Hinter mir, glaube ich. Oder auch nicht. Hallo? Ah, da. Hä? Ach, da! Los, lass mal die Zange nehmen hier. Verdammt. Nein. Ja, der verarscht uns hier, glaube ich, ein bisschen. Oh,
Füg ihn, Willi! Hä? Alter, wo glitscht er? Oben! Hallo! Bom. Total bugfrei. Läuft. Ich glaube, das wäre ein Titel. Multikulturelles Mitternachtsbuffet. Das ist ein schöner Titel, den muss ich auch direkt übernehmen, sonst vergesse ich den wieder. Maus, Maus, Spiel, verbuggt, danke. Hey. Ja. Danke, dass du mich wegschiebst. Was? Ja, ich habe gerade nur ein bisschen so ein Loxlet durch die Gegend katapultiert. Nee, ich dachte, ich hätte was gehört. Ja, aber jetzt. Du? Ja. Ja, so generell so im asiatischen Raum, da gibt's so lecker Insekten. Das ist ganz besonders knusprig und lecker. Du meinst so wie bei Forest die Fußnägelchips? So wie die Fußnägelchips, genau die. Verdammt, ich habe keine Uhren mehr. Aber Froschschenkel sind lecker. Das kenne ich nicht. Nicht? Nee. Das kann man durchaus essen. Zwar ein bisschen blöd für die Viecher, aber... Motherfucking Jesus. Ja, so ungefähr. Gibt's auch nur ganz selten bei uns. Und zwar immer dann, wenn meine Oma im Prinzip in der Nähe von Frankreich war. Und vorne nehme ich einmal kurz rüber. Organisieren da ein bisschen was. Und dann kommen die wieder zurückgefahren am letzten Tag. Und das kann man sich eigentlich... Kann man sich geben. Ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her, wo ich das letzte Mal gegessen habe. Also mindestens 5. Weil Ela kennt ihn nämlich noch nicht. Ein Baum, ein guter Baum. Na. Nicht ins Gesicht. Eins, zwei. Ja, Florian, in dem Fall hast du tatsächlich recht. Man sagt ja immer so, schmeckt wie Hühnchen, aber tatsächlich schmecken die Dinger wirklich wie Hühnchen. Echt? Ja. Mischung aus, ja, Fisch, salzig und Hühnchen. Also Konsistenz 1A wie Huhn. Und, ja. Halt auch eine sehr knoblauchlastige Soße dann dabei, ne? Aber ist ja nicht schlimm, weil Knofi ist ja immer gut. Stimmt, ja. So. Energy Drink auf. Nein, hey. Also irgendwie flippt der Loxlet heute extrem wild. Ja, flippt extrem wild, ja. Wenn du das vorhin gesehen hättest im Livestream, dann würdest du eindeutig zustimmen. What the? Okay, ich zünd das Feuer an. Das Feuer ist schon an. Gut, dann aus dem Weg. Au. I'm coming. Oh toll, die unsichtbare Flamme ist wieder da. Nö. Doch, bei mir ziemlich schon. Bei mir nicht. Ich habe jetzt gerade... Oh, tolles Trinken. Knobi-Scotchi, ist auch schön, ja. Ja, Trinken ist wieder super. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz auch eben nach oben gehen hier, weil... Da. Oder ich köpfe mal kurz hier so einen Eingeborenen und trink den aus, das ist auch eine Möglichkeit. Vampir! Scheißegal, Hauptsache Flüssigkeit. You're dying of thirst, genau da haben wir nämlich gerade ein Problem. Muss ich mir mal ganz kurz eben schnell hier so ein Soda von oben klemmen gehen. Und ich glaube, wir sind auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Mehr oder weniger, ein bisschen können wir glaube ich noch, so ein, zwei Minütchen. Soda! Gimme Soda! Ich glaube, wir müssen bald wieder. Was müssen wir? Eine Tour. Hast du Stöcke? Ich habe exakt 0. Perfekt, das sind viel zu wenig. Genau. Wir können ja, sobald es hell ist, falls wir das jetzt überhaupt noch in der heutigen Session hinkriegen, nochmal eine Sticktour machen. Ja, ich mach mal ein bisschen das fertig gemacht.
Ja, ich sind pack hier gerade ein bisschen was ab. Nein, sind sie nicht. Lauf. Genau, so Anti-Vampir. Oh ja. Das passt. So, erstmal einen Stinkefuß hier aufgehangen. Ja. So. Kampftraining, check. Also die... Ich mag die Dinger halt immer noch nicht, diese Drying Racks. Wo ist mein Locklet hin? Hier. Also nicht. Da, wo du geparkt hast vielleicht? Hab ich schon. Musst du noch drei kleine Freunde kaputt schlagen. Okay. Direkt drei eine Zahl. Ja, und zwar nicht die kleinen. Ach, ihr seid die vier Freunde? Nein, aus böse Lockset. Ich setze mich erstmal hin, sinniere ein bisschen über das Leben und sage, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.